Hallöchen, hier ist der Gusor wieder. Held schläft. Held schläft, aber dazu waren wir ja schon mal gekommen. Jetzt komme ich doch nochmal. Ich habe mir nochmal überlegt, wie mache ich das mit der Base, mit den Mauern? Das gefällt mir nicht so ganz. Ich möchte alle maxed haben. Klar. Nee, die Sache ist die. Ich gehe jetzt hier nochmal in den Upgrade- oder Veränderungsmodus und sammle das Zeug hier nochmal ein. Weil ich doch denke, dass ich die Mauern so, wie sie stehen, nicht lassen möchte. Ich hau die wirklich, die besseren, erstmal nach innen. Weil das ist bis jetzt eigentlich immer richtig, richtig gut gegangen. Und warum soll man das jetzt ändern eigentlich? Nee, das war fail, aber egal. So, zack. Und zwar wirklich der innere Kreis erstmal komplett. Kompletikowski. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich die halbwegs gleich dann wieder hinstelle, dass ich das nicht total verpeile, aber ich denke mal, das sollte machbar sein. Und dann haben wir hier garantiert eine etwas bessere Chance, weil ich denke doch schon, dass das nicht so toll ist, wenn die Außen besser sind als die Inneren. Zack. Zack. Hier haben wir noch die zwei, dann können wir die einzeln wegnehmen. So. Jetzt haben wir das hier so schon mal. Jetzt können wir, haben wir nämlich so gut wie alle Mauern. Jetzt, ich hoffe, ich kriege das. Aber ich meine, ich muss ja eigentlich nur drumherum bauen. Sollte das ja eigentlich nicht so schlimm sein. So. Hatten wir die da. Hatte ich die jetzt? Doch, genau. Ich hatte die so. Und dann ich könnte gleich da lang ziehen. Nee, ich gehe erstmal hier lang. Zack, 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 Gikowski. Und dann, ich meine, klar, man hat es natürlich in der anderen Base besser gesehen. Weil das hat mir natürlich auch gut gefallen. Dann sieht man gleich, okay, so weit ist der Gusor jetzt und so weiter und so fort. Also, dass man es natürlich immer gut sehen kann, ist natürlich auch geil, wenn man so einen inneren Kreis hat. Und den kann man dann eben schön mit den 10er-Mauern voll machen und sowas. Das ist schon echt nice. Aber ich meine, so sieht man es natürlich auch. Habe ich schon meinen inneren Kreis fertig. Und ich muss bloß gucken, dass ich da wirklich auch zu habe. So wie ich es zuvor auch hatte. Weil nämlich sonst ist natürlich ein bisschen scheiße, wenn das jetzt nicht komplett zu wäre. Hier auch wieder raus. In Anführungsstrichen den Scheiß. Was habe ich jetzt? Genau, ja, eine 10er. Ist richtig. Weil halt wirklich die Anschlussstücke auch halbwegs passen müssen. Hier auch wieder, der hat auch wieder ein bisschen mehr zu sagen. Und dann muss da auch eine 10er-Mauer hin. Hier 10er, das passt. Hier, den würde ich auch gerne noch 10. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, nein, du bleibst bitte da. Hier auch noch. Das ist wirklich egal, also wo man diese Eckpunkte hat, wo man schneller durchkommen könnte, die Sachen wirklich gezähnt sind, das erscheint mir einfach am cleversten. Hier genauso, ist eine 9er, zack, gleich in eine 10er umwandeln und dann haben wir das. Und dann kann ich mich eben effektiv aus diesem Bereich, wenn ich die jetzt längere Zeit lassen sollte, dann rausbauen. Also sprich, dass das wie so eine Art Virus, der Mauervirus, sich ausbreitet und dass das dann passt, dass man es auch die Veränderung halt spürt und sieht und dass die direkt reingeht. So, hier haben wir nämlich wieder was. Den raus. Das ist auch eine 10er-Mauer. Wollen wir auch nicht hier haben. Ja, ich denke mal, so müsste das passen. Und jetzt halt hier wirklich schön, smooth, abgeschiggert. Boah, hätte ich mir das bloß irgendwo notiert, aber ich bin der Meinung, das war so. Weil ich habe das wirklich schön zu Hause auf der Couch, bim, 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 mit dem iPad. Das ging noch ein bisschen
chilliger, sag ich mal. Wirklich, also mit dem iPad so schön da gesessen. Und ich war echt da richtig gut drauf und dran. Habe ich das. Doch, 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 die habe ich so gebaut. Das weiß ich ganz genau. Das weiß ich ganz genau. Dass ich die so rumgebaut hatte. Zack. Ihr habt es ja immer gesehen, ich war ja eh nie so der Speed-Builder, weil, ja, mich hat das irgendwie nicht so ganz angeturnt. Bloß wie gesagt, mittlerweile ist es halt einfach so, dass man auch ein bisschen was dran ändern muss. Aber ihr seht halt wirklich, ich bin nicht wie andere mit so einem Standard-Speed-Build, sondern ich fummel da dran rum und ihr seht das, wie ich da am Fummeln bin und alles gechillt. So, dann können wir jetzt. Könnten wir hier theoretisch die. Ja, egal, who cares? Dann ballern wir die jetzt hier lang. Da lang. Und dann hätten wir noch vier Stück. Und die vier würde ich gerne durch was anderes austauschen. Wo fangen wir mit unserem Mauervirus an? Ich würde sagen, hier. Weg. 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 Und die Zehnermauern rein. Und hier hauen wir die schön lang. Und alles ist rank und schlank. Und ich habe eine Mauer zu wenig. Und das pisst mich jetzt ziemlich an. Weil es sein könnte, habe ich die. Ich setze die mal hier ran. Yo, du crasht schon wieder meine Aufnahme, aber das ist in Ordnung. Also jetzt nichts über schlimme Sachen sprechen, Go, denn sonst go, bist du online. go. So, willst du dir kurz mein Base-Layout angucken oder? Ja, auf jeden Aber, Fall. weil ich bin nämlich gerade am Umbauen, kleinen Moment. Wir machen wieder mal die Bildschirmübertragung an. Zack. Go, go, go. Und zwar habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich hatte das Base-Layout vor kurzem geändert und hatte aber einfach just for fun die fetten Mauern draußen. Und jetzt habe ich mir aber auch gesagt, erstmal Nee, wirklich die. es ist sinnvoller, sie drin zu haben. Ganz einfach, weil wenn starke Truppen rein wollen, Ja, dann ich. hängen sie in der Mitte so ein bisschen fest, nachdem die Mauern stärker sind. Und zumal es mir jetzt eh ums Dunkle geht, Genau. ist das halt wirklich das, was ich erhalten möchte. Und dann mache ich so, dass das wirklich wie so ein, ich habe es schon im Video gesagt, wie so ein Mauervirus auseinandergeht nach und nach. Dass man wirklich sieht, oh, immer krasser wird es dann, ja, dass sich das auseinanderzieht Ja. und vom Inneren halt nach außen geht. Das sieht garantiert mega fett aus. So, jetzt speichern wir das kurz ab. Und dann soll es das erstmal zu meinem, ja, Base-Speed-Bild gewesen sein. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, wie gesagt, ich werde dann einfach gucken, ob es was gebracht hat. Gebracht haben wird es auf jeden Fall was, weil ich die zuvor echt fail hingestellt habe. Und das war's dazu. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Reingehauen. Anzeige ist raus, ciao.